Thomas. Ja, im Moment, in einer halben Stunde fängt er hier, in einer Viertelstunde fängt er hier die Aufsichtsratssitzung an von der Deutschen Bahn. Die Zeichen stehen schlecht. Wie man aus der Presse heute Morgen entnehmen konnte, ist die Forderung auf dem Tisch, weitere 3-4 Milliarden vom Bund an die Bahn zu geben. Das reicht erstens nicht, um all die Versäumnisse der Bahn in den letzten 25 Jahren aufzubügeln, hätte aber beim gegenwärtigen System sowieso die Folge, dass dieses Geld einfach reinsickert in die Schulden, in die Finanzierungslücke von Stuttgart 21. Wir wissen ja, dass nur 3,45 Milliarden plus Puffer überhaupt finanziert sind, aber die Kosten nach eigenen Bahnangaben ja schon bei 8,2 Milliarden liegen, realistischerweise vom Rechnungshof, die Zahlen werden immer noch zurückgehalten, wohl schon über 10 Milliarden. Das heißt, wenn der Bund jetzt einfach 4 Milliarden gibt, ändert das überhaupt nichts an der Situation. Deswegen fordern wir eine grundlegende Reform, die verhindert, dass Geld ins Ausland fließt für Firmen wie Arriva, die nie einen Erlös erwirtschaftet haben, wo wir schon lange sagen, dass die verkauft werden sollen, diese unsinnigen Auslandsbeteiligungen, und die Bahn sich erstmal darum kümmern soll, dass im eigenen Land der Laden läuft. Wir haben jetzt noch nicht allzu viele Aufsichtsräte gesehen. Ich fürchte, die haben mitbekommen, dass wir hier stehen und haben sich Hählinge über einen Lieferanteneingang reingeschmuggelt. Nichtsdestotrotz werden sie mit der Realität konfrontiert, mit unseren Forderungen. Und wir müssen jetzt den Druck aufbauen, nicht nur, dass Stuttgart 21 der Baustopp kommt und beendet wird, sondern auch, dass im Sinne der Bahn für die Bürger das System geändert wird und eine Daseinsversorgung entsteht, die ihren Namen verdient, damit wir in Zukunft pünktliche Züge haben, saubere Züge, miteinander vernetzte und vertaktete Züge, die bezahlbar sind mit überschaubaren Preissystemen und nicht mit irgendwelchen Discounter-Aktionen hier und Sparpreisen dort. Das wird in Zukunft unsere Forderung sein und da werden wir im Jahr 2019 mit aller Kraft drangehen. Ja, ich bedanke mich, dass ihr so zahlreich gekommen seid und wünsche euch noch einen schönen Tag und alles Gute. Was hast du? Soll ich sie auflösen? Dann ist jetzt die Versammlung auch hiermit offiziell aufgelöst. Schönen Tag.